Luna und Basti auf Sebastian Kneipps Spuren von Torit Leinisch. Basti, wo bist du? Es geht los, der Zug kommt. Luna wirft ihrem Teddy einen strengen Blick zu und greift beherzt seine plüschige Pfote. Fast hätten sie die Bahn verpasst und damit eine ganz besondere Reise auf den Spuren Sebastian Kneipps. Als das Gepäck im Abteil verstaut ist, lässt sich Luna in den Sitz fallen, nimmt ihren Teddy auf den Schoß und blickt gespannt aus dem Fenster. Die Landschaft verändert sich wie im Flug. Durch sanfte Hügel und Täler kommen sie ihrem Ziel näher. Die nächste Station ist schon Bad Wörishofen, erinnert Oma die beiden Träumer. Vom Bahnhof aus machen sich die drei zu Fuß auf den Weg zum Hotel. Luna mustert die Umgebung aufmerksam. Hinter einem großen Springbrunnen bleibt Luna wie angewurzelt stehen. Sie richtet ihren Blick nach oben auf eine Statue, die von ihrem Sockel aus alles zu überblicken scheint. »Oma, ich hab ihn gefunden«, ruft Luna, als hätte sie einen Schatz entdeckt. »Hier hat Sebastian Kneipp also gelebt?« Oma nickt und antwortet, »Das sehen wir uns morgen genauer an. Denn die Geschichte begann eigentlich an einem anderen Ort.« Am nächsten Morgen beginnt die Reise in die Geschichte mit einem Schritt durch die halbrunde Pforte in einer alten steinernen Mauer. Im Kneipp-Museum fühlen sie sich wie in einer anderen Zeit. Vor einem unscheinbaren Gemälde legt Oma ihre Hand auf Lunas Schulter und deutet auf das einfache, längliche Gebäude, das darauf zu sehen ist. »Schau, Luna!« Hier wurde Sebastian Kneipp geboren. Das ist sein Elternhaus in Stephansried, erklärt Oma. Und warum sind wir denn hier und nicht in Stephansried? Fragt Luna und legt ihre Stirn in Falten. Oma hält kurz inne und beginnt zu erzählen. Das ist eine lange Geschichte, Luna. Vor über 200 Jahren wurde Sebastian Kneipp als Sohn eines Webers in Stephansried geboren. Er musste schon früh am Webstuhl mithelfen, doch eigentlich wollte er Pfarrer werden. Dafür sparte er jeden Gulden, denn Schule und Studium waren damals sehr teuer. Doch genau an seinem 20. Geburtstag brannte das Haus in Stephansried ab und damit war auch sein ganzes gespartes Geld verloren. »War dann alles vorbei?« fragt Luna traurig und hält sich die Hände vors Gesicht. »Aber nein«, beruhigt sie die Oma mit sanfter Stimme. »Es gab Menschen, die an ihn geglaubt haben. Sie haben ihm geholfen, dass sein Traum wahr wird. Sebastian Kneipp konnte das Gymnasium besuchen und sein Studium beginnen.« »Puh, das ist ja dann nochmal gut gegangen«, sagt Luna erleichtert. Aber Oma holt tief Luft. Durch die jahrelange Arbeit am Webstuhl im feuchten Keller wurde Kneipp sehr krank. Weil aber niemand das passende Mittel für ihn kannte, versuchte er sich selbst zu helfen. In einem Buch fand er einen Tipp und stieg in das kalte Wasser der Donau. So wurde er wieder gesund und konnte mit diesem Wissen sogar vielen anderen Menschen helfen. Luna wirft Oma einen kritischen Blick zu und fragt, »War Sebastian Kneipp dann Pfarrer oder Arzt?« »Er war Pfarrer«, kam deshalb ins Kloster nach Wörishofen. Da es sich herumgesprochen hatte, dass Kneipp vielen Kranken helfen konnte, kamen Menschen von weit und her zu ihm. Aber Arzt war er nicht. Er hatte nur einen guten Blick für die Menschen und wollte ihnen durch seine Erfahrung mit einfachen und natürlichen Mitteln helfen, entgegnete Oma. Also mit Wasser, Bewegung an der frischen Luft, gesunder Ernährung, Heilpflanzen und auch das Glücklichsein gehörte dazu. »Genau wie bei uns im Kindergarten«, stellt Luna fest. »Tja, Sebastian Kneipp waren die Kinder immer besonders wichtig«, antwortet Oma. »Deshalb ließ er für die Kinder, die seine Hilfe brauchten, ein großes Haus, das Kinderhaus, bauen und besuchte sie dort regelmäßig. Viel Zeit hatte Kneipp nicht, denn er war viel mit der Kutsche unterwegs, in ganz Deutschland und Europa.« Zum Abschluss ihrer Reise besuchten die drei den Kurpark.
Hier heißt es Schuhe ausziehen, Hosenbeine hochkrempeln und ab zum Wasser treten. Eine herrliche Erfrischung, die Luna nach so viel Geschichte wieder richtig wach macht. Basti sieht sich das Ganze lieber vom Rand des Wassertretbeckens an. Das kalte Wasser ist ihm nach wie vor nicht geheuer. Luna streift sich die letzten Tropfen von den Beinen ab und hüpft durch die Wiese. Jetzt musst du aber auch mit, ermahnt sie ihren wasserschönen Teddy, hebt ihn vom Beckenrand hoch und setzt ihn sanft auf dem Barfußpfad ab. Ein bisschen Bewegung kann dir auch nicht schaden, bevor wir gleich wieder am Zug sitzen. Auf der Heimfahrt werden Bastis Augenlider immer schwerer. Er hört noch leise, wie sich Luna und Oma unterhalten, und fällt in einen tiefen Schlaf. Die vielen Eindrücke der Reise fliegen wie ein Bilderbuch durch seine Träume.